Halli, hallo, hallöchen zusammen, Spooky hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut im Schocktober. Na ja, lachen, keine Ahnung, ihr wisst Bescheid. Ja, in den letzten Videos haben wir uns ja schon dieses Fingerfood, Fastfood-Zeug hier, aus, was weiß ich, Styropor, Pappe und anderen lustigen Materialien angeschaut. Und heute kommen wir zum Konsumenten von diesem ganzen Fastfood- oder Junkfood-Zeug, der leider Opfer eines, ja, sagen wir doch mal, Psychopathen mit leicht schrägen Neigungen. Der hat ihm wohl diese leckeren Sachen nicht gegönnt und hat mit seinem Freund Schädelspalter Folgendes angerichtet. Oh, ich glaube, ich hab da was an der Nase. Das waren zumindest Charlies letzte Worte. Beim Blick in den Spiegel verdrehte er seine Augen und anstelle von Worten war er nur noch zu einem entsetzlichen Schrei fähig. Ein riesiges Hackebeil hatte seinen Schädel gespalten und das Blut spritzte zu allen Seiten. Auch auf das leckere Essen. Oh my gosh. Ja, hier haben wir es mit einem Deko-Totenkopf zum Aufhängen zu tun. Der besteht aus Styropor und ist zusammen mit dem Hackebeil ca. 30 cm groß. Ja, auch das hier ist die gleiche Machart wie die fiesen Fritten und der Triple XXL Zombie Burger. Sprich Pappe, Kunststoff, ein bisschen Bast und Farbe. Mehr war nicht nötig, dieses Teil hier zu fertigen. Und ja, was soll ich sagen? Auch das kriegt ihr so zwischen 2,50 und 4 Euro. Mehr kostet es nicht, hat eine beachtliche Größe und ist meiner Meinung nach für die Preisklasse, das Preis-Leistungs-Verhältnis, unfassbar geil gemacht, ohne Scheiß, mega makaber, ihr könnt's hinstellen, ihr könnt's hinhängen, das Ding hat seine Wirkung, definitive Empfehlung zu Halloween. Und da schauen wir uns jetzt mal ein bisschen aus der Nähe an. Ja, und so, wie schon gesagt, sieht das Ding aus, wenn ihr es vor euch stehen habt, ne? Und ihr könnt natürlich, da wir hier noch eine kleine Schnur haben, sieht man schlecht wegen dem schwarzen Hintergrund. Ihr könnt das Ganze auch aufhängen. Dann bampelt es so hier in der Luft rum und es sieht, egal von welcher Seite ihr euch das betrachtet, einfach nur grauslich aus. Guckt euch das an. Boah, sogar die Zunge hängt hier noch raus. Die Augen hängen total verrückt in den Augenhöhlen. Das Ding hier ist mega hammerkrass, Leute. Mega krass. Und es gibt wirklich arschteure Halloween-Geschichten, die nicht halb so gut die Wirkung hier vermitteln, wie dieses Stückchen, ja, Styropor, ne? Der Wahnsinn. Okay, das Ding ist wieder unfassbar leicht. Also ich kann es gar nicht fassen. Die Kopfform ist perfekt. Auch das Blut, was sie ja drauf gemacht haben, klasse. Sie haben nicht damit gespart. Alleine die Farbe vom Schädel hier geht absolut in Ordnung. Finde ich auch klasse, dass hier die Zähne, der Unterkiefer, alles noch ein bisschen dreckig, schmutzig bemalt wurde. Ich kann nur immer wieder den Kopf schütteln und sagen, wie geil, was für tolles Zeug es alles hier auf dem Markt gibt. Ne? Ihr seht, der Schädelspalter, dieses Hackbeil, ist komplett schräg. Durch die Birne gezogen, auch hier alles blutverschmiert. Auch das hier ist Pappe. Das ist mega leicht, kein Holz, nix. Haben sie schwarz oder Anthrazit bemalt, hier vorne Silber, einfach hier dieses Blut drauf laufen lassen und es kommt einfach richtig, richtig gut. Augen haben sie blau bemalt mit einer Pupille, auch komplett mit Blut verspritzt, was soll's. Augenhöhlen haben sie noch ein bisschen dunkler gemacht, die Zähnchen, ihr seht's ja, einfach fantastisch. Der Unterkiefer wurde ganz schräg hier angeklebt, damit es auch umso besser wirkt. Die Zunge haben sie hier schön übertrieben rosa bemalt. Auch noch Blutspritzer drauf gemacht. So Hammer. Und das bisschen Baschzeug, was die hier hingeklebt haben. Hier seht ihr übrigens den Klebestreifen. Auch das ist klasse. Ihr wisst ja, was solche Latexmasken mit Haar, mit Kunsthaar kosten. Das ist irrsinnig teuer. Und wir sprechen hier von zwischen 2 und 4 Euro, Leute. Das ist der Hammer. Und ihr seht es an meiner Hand. Auch der Kopf, der Schädel hat eine schöne Größe. Passt mal auf, ich messe das tatsächlich nochmal nach. Alleine der Kopf hier hat eine Länge von gut 22 cm, wenn ich so messe. Nur der Kopf, 15,5, 16 cm. Ne? Insgesamt hat es dann seine Größe. Auch das Hackbeil, gute Größe. Ihr seht es, wenn ich so anfasse, ne? Ich kann es komplett umfassen. Also das ist schon super cool gemacht, muss man sagen. Hier noch ein Blick
auf das Auge, das haben sie auch hier irgendwie reingesteckt mit einem Hölzchen oder mit so einem Lollistab, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es schön mitten in der Augenhöhle drin. Und ich sag's nochmal, die Schädelform ist wirklich wie original klasse gemacht. Auch, dass hier ein paar Zähnchen fehlen. Hammer. Und wie dieses Hackebeil hier drin steckt, das ist halt der Burner. Ganz, ganz, ganz toll gemacht. Also für die Preisklasse, boah, da kann ich überhaupt gar nicht meckern. Also Halloween-Deko muss nicht immer teuer sein. Ne? Ihr kriegt so, so, so geiles Zeug heutzutage. Der Knaller. Ich liebe diesen schräg angeklebten Unterkiefer. Das ist so krass. Und ich sag ja, wenn er das irgendwie aufhängt und der wackelt dann so im Wind hin und her, das ist also sowas von dermaßen creepy, das Teil. Gerade wenn du nicht damit rechnest, auf dem Balkon oder in der Bude, im Klo oder was weiß ich. Das kommt richtig, richtig hammermäßig gut. Klaro gibt's bessere Sachen. Klaro, aber die sind halt auch unfassbar teuer. Das hier kriegt ihr nachgeschmissen. Müsst ihr euch mal geben, ne? Was da Arbeit drin steckt. Und vor allem, es ist originell, ohne Ende. Was man mit ein bisschen Bast, mit ein bisschen Styropor und Farbe alles machen kann. Also ich finde es schon echt enorm. Und das wollte ich euch natürlich auch unbedingt hier in den Halloween-Videos zeigen. So, jetzt stelle ich den hier nochmal her. Das war übrigens das Schild, was mit dabei war. The Chop Shop, Hanging Skull with Cleaver. Also Cleaver heißt Hackbeil. Unglaublich hammermäßig gut gemacht. Ja, und dazu einfach noch die fiesen Fritten und den Finger XXL Zombie Burger. Und ihr habt eine perfekte Halloween-Deko. Und das für weit unter 10 Euro. Wenn ihr Glück habt, kriegt ihr das alles so für 5 oder 7 Euro. Das ist der Knaller. So, und dann kann man da auch noch diese blutverschmierte, mega kitschige, jeder hat das Teil, Machete dazulegen. Aus Plastik, die übrigens atmet. Passt auf. Kann man's hören? Geil. Das ist aus Plastik, das ist so ein, keine Ahnung, 70 Cent Artikel. Kriegt ihr in jeder Halloween-Deko-Abteilung, ja, mal besser, mal schlechter, mit Blut verschmiert. So, und das kann man hier auch noch mit dazulegen. Zack, und fertig ist eine, wenn er mich fragt, perfekte Halloween-Deko. Also hier vorne haben wir die blutige Machete, die kostet zwischen 70 Cent und 3 oder 4 Euro. Dann in der Mitte haben wir den Schädelspalter. Sowas kostet zwischen 2 und 4 Euro. Links haben wir die fiesen Fritten zwischen 1 und 3 Euro. Rechts haben wir den XXL Royal Zombie Finger Burger. Oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Das kostet ebenfalls zwischen 1 und 3 Euro. Also wie geil. Und ihr habt echt Spaß damit. Und nicht nur ihr, sondern jeder, der das Ding hier sieht, der wird erstmal hingehen und sagen, Alter, was zur Hölle? Ne? Und dazu dann noch ein paar leckere Geschichten und einen guten Horrorfilm. Was braucht man mehr zu Halloween, Leutchen? Jo, damit komme ich ja auch wieder zum Ende. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Ich wünsche euch ein tolles Halloween. Sage ciao, tschüsschen, bis zum nächsten Mal. Euer Spooky.